Lasst uns gemeinsam in den Harry Potter Pop-Up Store gehen. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht, ob ihr einen Rundgang durch den Harry Potter Pop-Up Store hier am Hamburger Hauptbahnhof haben wollt, inklusive Preise. Und ihr habt für Ja abgestimmt, die Mehrheit. Und dann würde ich sagen, quatschen wir nicht mehr lang und gehen mal rein. Aktuell gibt es auch noch einen Christmas Sale: 70% Rabatt auf die Christmas-Sachen. Fangen wir an hier mit den Süßigkeiten. Gibt es Gummibärchen für 3,50 €, die kosten auch 3,50 €. Dann gibt es hier die Bertie Bots Bohnen in so einer kleinen Packung für 2,50 € und die große Geschenkpackung kostet 9,99 €. Und die Lovegood Tasse kostet 10 und der Chocolate Frosch Tasse ist das. Hier gibt es ja noch so ein Harry Potter Geschenkset für 22 € mit einem Schokoladenfrosch, mit Bertie Bots Bohnen, mit dem Snitch, Gryffindor-Wappen. Dann gibt es hier auch noch so die verschiedenen Häuser. Ein Schokofrosch als Kissen für 50 €. Ich glaube, den kann man da drin sogar verstecken. Unten gibt es Schokoladenzauberstäbe für 10 €. Nur Bertie Bots Bohnen. Leider kein Preis drin. 3,50 € für hier diese Chocolate-Karte. Gibt es hier Gleis 9¾ Chocolate-Bar für 4,99 €. Und die Taler kosten 3,99 €. Dann gibt es hier dieses Jubiläums-Sammler-Edition Hogwarts Express mit den Blu-Rays drin. Für 90 € gibt es verschiedene Kugelschreiber, die kosten 7,99 €, gibt in verschiedenen Farben. Gibt es hier so ein Mini-Funko von Hermine Granger, ist wahrscheinlich auch ein Schlüsselanhänger. Kostet 6,99 €, Schlüsselanhänger 7,99 €, ich denke mal, die kosten alle gleich. Die Autobiografie des Harry Potter Stars kostet 19,95 €. Eine Plüscheule 11,99 €. Gibt es hier noch eine Luna Lovegood Kosmetiktasche für 14,99 €. Dann gibt es auch Bilder, die kosten 19,99 €. Was ich richtig gut finde, ist, dass der Shop behindertengerecht ist. Dann gibt es hier noch 9¾ Schüsseln für 11,99 €. Gibt es ein Notizbuch für 6,99 €. Ein kleinen Geldbeutel für 11,99 €. Alles mit 9¾. Ein Frühstücksbrettchen mit Hogwarts, allen Häusern oder auch Gleis 9¾ für 7,99 €. Eine Kerze. Mal gucken, ob sie riecht. Nee, riecht jetzt nicht wirklich nach etwas. Kostet 12,99 €. Gibt es hier Hedwig-Sachen, den Schlüsselanhänger habe ich ja schon gezeigt. Gibt es hier eine Hedwig-Lampe, die ist aber auch cool mit USB. Oh nein, jetzt kommt mir Hedwig schon entgegen. Die Plüsch-Hedwig kostet 50 €. Ich kann jetzt nicht die Lampe rausholen, sonst fällt ihr mir alles entgegen. Gibt es hier einmal eine Spardose mit dem Snitch für 24,99 €. Hier gibt es eine Alraune zum Rausziehen, wahrscheinlich als Spielzeug, für 39,99 €. Hier gibt es, das sind die Christmas-Artikel, die sind 70% reduziert, das hat mal 14 € gekostet. Dann gibt es hier auch noch ein Kissen. Gleis 9¾ für 19,99 €. Ja, das ist hier diese Sammelkollektion. Richtig cool gemacht. Also finde ich echt schön.
Das sind, hier gibt es noch ein Teeservice. Hogwarts-Teeservice. Da sind Sachen dabei, die habe ich vorher noch nie gesehen. Kriege ich das hochgehoben, ohne dass ich was kaputt mache? 44. 99. Ein Hogwarts-Teller. Kein Preis dran. Ach, das sind Vierer-Set-Teller. Gibt es auch von Disney. Diese Vierer-Sets. Kosten 29,99. Hedwig, die macht auch irgendwas. Try me. Bei mir möchte sie nicht. Ach, die kann den Brief so halten. Und ihre Flügel bewegen. Kostet. Steht hier nicht. Nein. Preis dazu finde ich aktuell nicht. Dann gibt es hier Zauberstäbe. Den von Harry Potter. Professor Slughorn und so weiter und so fort. Kosten hier 37,99. Gibt es hier noch Plüschkiere, aber die stehen gerade hinter der Kasse. Da möchte ich jetzt aktuell nicht hin. Dann gehen wir jetzt mal nach oben, weil hier gibt es auch Tickets für Harry Potter und das Verwünschte Kind im ersten Obergeschoss. Und oben noch ganz, ganz viel mehr. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr gut, dass es behindertengerecht ist, dass hier man mit diesem Gerät hochfahren kann. Hallo! Und ich war ja gestern schon mal hier. Und gestern war es wesentlich voller. Jetzt ist es angenehm leer. Gibt Funko Pops für 12,99. Ron, Harry, Hermine, Albus. Die Großen hier. Lupin. Kann ich so einfach das handeln? 32,99. Die wahrscheinlich dann auch. Ach, die Harry Potter Szene aus dem Bahnhof. 32,95. Madame Rosemater with the three Broomsticks. Albus Funko. Neville Longbottom. Remus Lupin haben wir gesehen. Albus haben wir auch gesehen. Habt ihr noch Lord Voldemort? Ach, ich finde es echt schön, dass es hier so ruhig ist. Severus Snape. Sag Ron. Alles wieder einräumen. Dann nochmal die Schlüsselanhänger von unten. Kosten Nummer 6,99. Gibt Hermine. Hermine. Gut, okay. Sehe ich so Hermine. Gibt es Poster. Seht ihr hier? Zwei Stück. Für 9,99. Ist auch cool hier. Mit Hogwarts Castle und Diagon Alley. Gibt es hier Kappen. Für 24,95. Voldemort. Slytherin. Harry Potter mit allen Häuserzeichen. Ja, das war's. Dann gibt's noch den Funko. McGonagall with Hogwarts. Kostet. Umständlich. 37,99. Die haben wir gesehen. Die haben wir auch gesehen, oder? Ja, doch, Lupin haben wir auch gesehen. Voldemort habe ich euch gezeigt. Hermine. Da unten ist jetzt. Oder? Ah, ne, das habe ich euch ja nicht gezeigt. Harry vs. Voldemort. Als Funko. Das habe ich euch gezeigt. Dann gibt es hier noch die Ron Weasley with the Flying Car als Funko und, oh, schön, Dumbledore mit Hogwarts, auch mega schön. Geht's weiter hier mit diesen Büchern. Die Bücher bekommen Sie wahrscheinlich auch im ganz normalen Buchhandel oder bei Amazon. Es gibt einmal Harry Potter und das magische
Papierbastelbuch für 25 Euro. Dann gibt es Harry Potter noch mehr magisch stricken. Das ist der zweite Band sogar. Für auch 25 Euro. Dann gibt es das Harry Potter Backbuch für 15 Euro. Ach, das ist der erste Teil. Harry Potter magisch stricken Teil 1 für 28 Euro. Dann gibt es das Harry Potter Koch- und Backbuch für 28 Euro. Das Kreativ- und Bastelbuch für 28 Euro. Dann gibt es hier diese Häuserbücher. Einmal Notizbücher und einmal, das ist so zum Ausfüllen für dein Haus. Da kann man dann ganz viele Notizen machen. Das kostet 16,99 und sieht so aus. Da kann man sich so Notizen machen für jede Woche. Was man so erlebt, so eine Art Tagebuch. Und halt so ein normales Notizbuch für 14,99. Da sind halt nur leere Blätter drin. Hier gibt es eine Fußmatte mit dem sprechenden Hut. Für gar nichts. Kostet gratis heute. Nee, habe ich nicht gefunden. Die kosten 16,99. Gibt hier mit Alohomora. Mit den Hogwarts-Häusern. Gleis 9, 3 Viertel. This way to Platform 9, 3 Quarters. Auch eine coole Fußmatte. Nochmal Welcome to Hogwarts. Und Welcome to Azkaban Prison. Oh, mit einer Hand sind die ganz schön störrig. So. Oh, jetzt wird warm. Hier gibt es die Harry Potter Sammlung für jedes Haus. Also das heißt, wenn man Ravenclaw-Fan ist, bekommt man alle 7 Teile in einem Ravenclaw. In Farben und in einem Einband für 101 Euro. Ihr seht es mal ohne Folie für Slytherin. Auch schon cool, wenn man ein richtiger Hausfan ist. Da gibt es ganz viele Bücher, da guckt man gleich nach. Hier gibt es eine Lego-Figur von Albus Dumbledore. Und hier steht, das sind 20.892 Steine. Es wiegt 35 Kilo und es dauert 85 Stunden, das Ding zu bauen. Und Harry hier neben sind 12.829 Steine, 25 Kilo schwer und es hat 55 Stunden gedauert, Harry Potter zu bauen. Hier gibt es einiges an Spielzeug. Hier gibt es auch so eine Art 3D-Puzzle, 50 Euro. Seht ihr hier dann die Preise, 50 Euro, 33, ich lese nicht alles vor, was ist denn als 3D-Puzzle mit verschiedenen Harry Potter Objekten, 39,99, 24,99. Hier gibt es Diagon Alley. Ist jetzt kein Preis dran. Hat auch hier 39,99, 42,99. Hier unten gibt es noch das Haus von den Weasleys für 37,99, den Hogwarts Express. Nochmal in klein für 29,99 und das Auto. Und hier unten gibt es nochmal den Nightbus. Was sind die Preise vom Nightbus? Ich weiß jetzt gar nicht, weil unten keine Preise sind. Drumstrangship. Es gibt so eine Aufbewahrungsbox mit den Häusern als 3D-Puzzle. Also schon richtig coole Sachen. Normale Puzzle gibt es hier auch. Das große Hogwarts-Schloss für 90 Euro. Ist schon cool. Ja, hier so eine Aufbewahrungsbox für Stifte, für Schreibtisch für 12,99. Wie gesagt, Puzzle. Ich weiß jetzt nicht, was. 16 Euro kostet das hier. Also ich denke mal, die werden alle so in dem Dreh sein. Das ist wie Puzzle. Dann gibt es hier The Golden Snitch. A Quidditch Game for Witches, Wizards and Muggles. Für 29,99. Dann gibt es hier das 5 gewinnt im Harry Potter Style für 17,99. Sagerland. Habe ich früher gespielt als Brettspiel. Das große Brettspiel. Richtig cool für 6,99. Das ist schon cool. Oh, ich glaube, Uno mit Harry Potter. Ich glaube, das werde ich mir mal mitnehmen. Für 12,99.
Dann gibt's, das kenne ich noch nicht, Similu. Auch ein Kartenspiel für 11,99. Ich lasse mal kurz hier liegen. Das sind noch gar nicht mal normale Spielkarten für 9,99. Hier nochmal Spielkarten. 6,99. Starry Cubes. 15,99. Quidditch Tryouts. Das beste, die besten Kartenspiele. Keine Preis dran. Das verrückte Labyrinth habe ich auch das kennt sehr, sehr gerne gespielt. Kostet leider keinen Preis dran. Aber cool. Ein Jahr Hogwarts, auch ein Spiel. Habe ich auch noch nie gehört. Oh, ist ganz schön schwer. 42,99. Sieht so aus. Kennt ihr irgendwelche Spiele davon? Könnt ihr unten mal in die Kommentare schreiben, was davon cool ist für die Community. Vielleicht brauchen sie Entscheidungshilfe. Also schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann gibt es Brain Box. Spiel dich schlau. Du darfst dir 10 Sekunden merken. Für 19,99. Time's Up. 24,99. Dann das Harry Potter Quiz für 12,99. Und das sind 55 Spielsteine. Let's Go. 14,99. Oh, ganz schön viele Sachen hier. Double Up. 16,99. Trivial Pursuit. Volume 2 für 17,99. Und auch Teil 1. Gibt es hier nochmal der Kampf gegen die dunklen Mächte. Für 13,99 gibt es ja auch irgendwie so ein Duellierspiel. Kannst du wohl die Figuren aufbauen. 15 Euro einmal mit Malfoy und Harry, Hermine und Ron. Das Smart Party Game. 18,99. Into the Cauldron. 12,99. Smart 10. Oh Gott. Für 29,99. Oh Gott, gibt es viele Spiele mit Harry Potter. Quidditch Turnier für 21,99. Und wer ist es? Oh, das ist auch cool. Das habe ich auch gern früher gespielt. Wer ist es? Für 19,99. Nehmen wir Trivia Pursuit in groß. Für 36,99 und Scrabble mit Harry Potter für 47,99. Langsam wird mir warm. Stupor-Spiel für 49,99. Ein Riesenfunko, kann auch sehr kostet. Mal bei Lego, 80 Euro. Das, was ist denn das? Hogwarts Chamber of Secrets, 140. Hier gibt es Rätselbox für Zauberschüler, auch von Lego, 14,99. Abenteuer selbst bauen für 24,99. Jetzt ist das wieder zurückgestellt. Gibt es hier die Hogwarts Goblet, also Feuerkelch, Ravenclaw, kosten jeweils 46,99. Münzen für 19,99. Das ist der Note und ich weiß gar nicht, was das sein soll. 46,99, nochmal eine Münze. Der 399. Zeitumkehrer 154 Euro. Der Zeitumkehrer 64,99 und da das Zeichen 64,99. Gibt es hier noch Charm Collection für 39,99 und ein Armband komplett mit Charms für 69,90. So verschiedene.
Dann geht es hier weiter mit Lego. 79,99. 49,99. Das magische Lexikon von Lego für 19,95. Gibt es hier noch das magische Suchbuch. Richtig cool. Was es gibt, 12,99. Gibt es hier noch verschiedene, so kleine, alles über Hogwarts mit Lego. Für 12,99. Das Harry Potter Handbuch. 9,99. Die magische Welt der Zauberer. 12,95. Mein Maximal- und Rätselbuch. Der Block. Ah ja, cool. Ganz verschiedene Kinderrätsel zum Ausmalen. Jetzt habe ich zwei hier in die Hand genommen. 7,99. Und ein Rätsel, 4x Rätselbücher, 5x Stickerbögen, eine Minifigur für 12,99. Die Tasche hier kostet 50 Euro. Das hier finde ich auch mega cool für die Wand. Hab ich gestern schon geguckt. Das war 179 Euro inklusive Zauberstäbe. Gibt es nochmal mit dem dunklen Mal. Jetzt kommen wir zu den Häusersachen. Ich sage jetzt nur die Preise von einem Haus. Gibt es nämlich für jedes Haus. Einmal die Hausschuhe für 15,99. Regenschirm 24,99. Ravenclaw Spielkarten 6,99. Schlüsselanhänger 7,99. Socken 12,99. Einmal eine Kinderkrawatte 22,99 und die Erwachsenenkrawatte 24,99. Sogar woven. Dann gibt es hier einen Trinkbecher für 12,99. Einmal ein Frühstücksbrettchen 7,99. Eine Metallplatte zum Aufhängen 19,99. Und dann gibt es noch eine Tasse ohne Preis. Noch eine Tasse für 11,99. Ein Handtuch. Das packe ich jetzt natürlich nicht aus. Weiß nicht, was kostet. Ach, hier sieht man es. 19,99. Gibt es hier noch ein Kissen für 49,99. Die Trinkflasche habe ich euch glaube ich nicht gezeigt, 17,99. Ein Lesezeichen für 13,99. Ein Notebook 13,99 mit goldenem Einband. Eine Cappy für 16,99. Eine Handtasche für 89,99 und einen, ach, der Rabe gehört zum Kissen dazu. Gibt es wahrscheinlich bei jedem Kissen noch das passende Tier. Wie gesagt, das gibt es für jedes Haus und da oben ist irgendwie der sprechende Hut. Richtig cool. Hier ist Voldemort als Figur, kann man Fotos mitmachen. Dann gibt es hier natürlich auch diese, hier gibt es auch nochmal Puppen und Funkos und weiß das ich was, Ravensburger Mal nach Zahlen 17,99. Die kleineren 14,99. Gibt's hier so Lego, nicht Lego, Build Your Hogwarts Castle mit so Real Bricks aus Holz. Oh, ist das schwer. 49,99. Gibt es hier so ein Hagrids Hut Terrarium? Kann man so ein Terrarium bauen? Hagrids Hut vor allem. Hagrids Hütte. Kannst du auch hier nach Bricks nachbauen. One Shop für 34,99. Auch aus diesen ganzen Bricks. Also schon richtig cool. Gibt sogar mit Beleuchtung. Mega. Diagon Alley genauso.
Dann gibt es hier Puppen. Luna Lovegood für 27,99. Die Puppen kosten wahrscheinlich alle genau dasselbe. Jetzt hier noch das Auto. Kostet 39,99. Und das große, das hebe ich jetzt nicht an, gibt es auch noch mit Harry Potter Puppe. Dann gibt es hier so Zauberstäbe für Kinder. Bisschen günstiger, 15,99. Das ist eher keine Sammelstelle, sondern halt für Kinder zum Spielen. Sind nicht so teuer wie die anderen. Da gibt es einige, wer ist denn? Achso, Cho Chang ist die von Freundin, die Harry, von Freundin. Die Freundin von Harry im vierten Teil. Also gibt alle möglichen hier. So kleine Spielfiguren auch. Kosten 5,99. Gibt hier Lupin, McGonagall, Malfoy, Ron. Hier gibt es auch noch einen Zauberstab, der ein Patronus an die Wand wirft, von Hermine. Kostet 22,99. Hier gibt es die Schlafseele irgendwie mit so zwei Spielfiguren. Kostet 44,99. Den Loungefly-Rucksack für 89,99. Diagon Alley-Rucksack. Gibt es einen kleinen Geldbeutel für 39,99. Eine Handtasche. 89,99. Luna Lovegood-Tasche für 79,99. Hier gibt es so Hoodie. Und hier. 59,99. T-Shirts. 24,95, also verschiedene T-Shirts, werden hier abgebildet. Harry Potter T-Shirt, Quidditch T-Shirt, soweit ich das sehen kann, für 24,99. Hier sieht man auch die T-Shirts aufgehangen, also man sieht, wie die hier aussehen. Hoodie, das Quidditch T-Shirt. Es gibt auch Umhänge. Kosten, weiß ich nicht. Steht leider nicht, was der Umhang kostet hier. Und es gibt auch diese Pullover für 50 Euro für in jedem Haus. Die gibt es dann hier. Alle eingepackt. Rucksack 55 Euro und Luna Lovegood Geldbeutel für 39,99. Und die passende Handtasche dazu, 79,99. Dann gibt es hier einmal Harry zum Fotografieren und Dobby. Und eine Gleis 9¾ Wand mit dem Wagen als Fotospot. Richtig schön. Jutebeutel kosten 9,99. Und auch nochmal die Kulis, die habe ich euch schon gezeigt. Das Harry Potter Notizbuch für 6,99. Die Stifte 5,99. Notebook 13,99. Jetzt haben wir Regenschirme und Handtücher. So, und dann gehen wir jetzt zu den Büchern. Hier gibt es ein paar Funkos, aber die habe ich euch schon gezeigt. Hier gibt es noch Kalender für 2023. Der hier zum Beispiel kostet 39 Euro. Das hier ist mit Poster. Jetzt kein, doch 17,99. Schon wieder aufhängen. So. Mit auch Schottland-Bilder. Wahrscheinlich, wo die Szenen gedreht wurden. Dumbledores Geheimnis. Kalender. 14,99. Hier gibt es noch so Patches. 6 Stück. Für 23,99. Hier gibt es Briefpapier. 8,99. Jetzt ist natürlich ein bisschen mehr hier los. Ich kann euch eigentlich nicht jedes einzelne Buch zeigen. Aber ich probiere es.
Also hier gibt es Harry Potter, das Buch der magischen Besen. Kostet 25 Euro. Das Buch zum verwunschenen Kind, zum Theaterstück, gibt es hier hinter den Kulissen des gefeierten Theaterstücks für 36 Euro. Da gibt es hier Harry Potter magische Orte mit zauberhaften Scherenschnitt-Silhouetten. Gucken wir mal rein. Ah ja, richtig schön. Für 30 Euro. Dann gibt es hier die Bücher von Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen und Dumbledores Geheimnis, also von den Fantastische Tierwesen Büchern. Da gibt es die Magie der Zauberstäbe als Buch. Gibt es hier noch das, habe ich mir auch gekauft. Harry Potter, das Buch der Zauberstäbe mit Zauberstab. Das ist nämlich limitiert auf 7777 Stück und kostet 39 Euro mit Dumbledores Zauberstab. Da oben gibt es noch ein Buch zu den fantastischen Tierwesen. Hier gibt es noch Malbücher, verschiedene Malbücher. Ich nehme jetzt mal ein exemplarisch raus. Zeige ich euch jetzt nicht jedes. Mache ich hier eine Unordnung. Hier gibt es irgendwie auch Bücher mit verschiedenen Teilen. Das ist jetzt Teil 12. Kenne ich auch nicht. Harry Potter Filmwelt. Alles über feste Speisen, Bücher und Zeitungen der Zauberwelt. Hier gibt es auch die Filme zu kaufen. Eine magische Reise. Alles für deine Fahrt nach Hogwarts. Ach so, da sind so Goodies drin für 19,99. Ach Gott, gibt es viele Harry Potter Bücher. Ei, ei, ei. Magische Requisiten aus dem Film. 39,99. Wieder reinmachen. Natürlich gibt es auch die ganzen Harry Potter Bücher hier. Das sind diese Illustrationen. Die sind mega schön gemacht, auch für Kinder vor allem. 44 Euro kosten die, also sind schon teuer. Gibt es zum ersten und zum zweiten Teil. Und ich kann euch gerade kein Exemplar zeigen. Wenn man die aufklappt, dann sind da so verschiedene Szenen mega schön illustriert. Dann gibt es natürlich auch das Theaterstück hier zu kaufen für 12,50 Euro. Harry Potter, die Geschichte voller Magie. Die Blueprints gibt es da oben, das hole ich jetzt nicht raus. Harry Potter, das große Harry Potter Buch. Das ist ja ein Riesenschinken. Fantastische Tierwesen gibt es hier nochmal. Quidditch im Wandel der Zeit, das kleine Buch für 5,99. Und auch die Märchen von Beedle dem Barden. Das ist ja im siebten Teil. 6,99. Darum geht es ja im siebten Teil. Hogwarts Schulbücher. Ach cool, wenn sich die Schulbücher kaufen. Fantastische Tierwesen, wo sie zu sind, Quidditch im Wandel der Zeit und die Märchen von Beedle dem Barden. Also hat man sozusagen die ganze Kollektion für 30 Euro in so einem schönen Einband. Dann gibt es hier auch die Hörbücher zu kaufen von jedem Teil. Und auch nochmal die Bücher in so einem schönen neuen Einband. Eins kostet 26,99. Hier unten gibt es sie auch nochmal in so einer anderen Illustration. Harry Potter und der Stein der Weisen. Also es gibt mittlerweile so viele verschiedene Illustrationen, Ausführungen von den Harry Potter Büchern. Das ist der Wahnsinn. Hier nochmal alles auf Englisch. Gibt es ja auch noch. Das mache ich jetzt nicht auf. Genau, gibt es die Bücher nochmal auf Englisch in verschiedenen Versionen, das ist alles Englisch. Ja, hier kann ich, was ist das denn? Das kann ich euch mal zeigen, das ist offen. Eine Illustration vom Harry Potter und der Feuerkelch. Das ist halt die Geschichte nochmal mit ein paar Bildern. Ja, genau, das war die Bücherabteilung. Ja, und das war mein Video hier zum Harry Potter Pop-Up Store am Hamburger Hauptbahnhof. Also ich würde mir wünschen, dass es mehr so Shops geben würde deutschlandweit, als riesen Harry Potter Fan. Könnte ich den ganzen Laden leer kaufen, hätte ich Kinder, hätten sie auch schon ganz, ganz viel Spielzeug, also mega cool. Und ich wusste gar nicht, dass es so viele Harry Potter Sachen gibt. Ja, das Video ist eh lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.